Video kannst du nämlich auch so. Ja, hier guck. Da, 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 da. Oh. Und das geht voll schnell. Ja. Das geht voll schnell. Da ist das. Weißt du, wieso sind das nur so kurz? Ach, das, darum geht's. Ah. Oh. Ah. Oh. Wie kann denn das sein? Das war jetzt alles für den Arsch. Oh nö. Oh nö. Oh wa. Oh nö. Scheiße. Ja, ja, von wegen, du hast die ganze Zeit mitgeschnitten. Stimmt alles überhaupt nicht. Aber da fällt mir jetzt ein, was ich jetzt unbedingt mal machen wollte, ja. Nämlich mir diesen Film nochmal anhören. Ganz genau. Angucken muss ich mir das jetzt nicht nochmal, da war ich ja vorhin schon dabei. So. Wir lassen uns mal leiten von der Technik. Und dann hören wir mal kurz an die War Machine. Ach, das ist schon wieder viel zu langsam. Nein, und schnell, es hört. Wundervoll. Hört, hört, nein, dann schnell's. Sie möchte etwas tun. Sie möchte etwas tun. Ja, aber da gab es schon wieder was Neues. Was gab es denn da Neues? Was gibt es hier Neues? Sie hat da was Neues hochgeladen. Hallo? 15 Grad. Ach nee, schon wieder so einer mit Maschinen. Ja, aber richtig, wenn ich schon mal hier bin, gehe ich wieder zurück. Ja, und können doch klein machen, das ist nicht so schön. Mhm. War ein schönes Video, das ich hätte machen können, hätte es denn nicht vorher abgebrochen. Das hilft mir dabei, nicht so viel fremdes Zeug mehr zu schneiden. Egal. Ich mache das, wie es passiert. Nicht wahr? Prost, Track. Wir suchen jetzt die Taube. Die ich nicht hören kann, weißt du? Eine Friedenstaube. Mich interessiert, worum es da ging. Das ist 11 Monate her. Ja, ich bin mir natürlich noch nicht sicher, dass das... Du sagst mir als deiner Schöpferin. Nee, lieber, ich habe keine Mitschnitten. Also, ja, jetzt nochmal. Ah, ich bin ganz da. Erzähl, was nochmal? Wem dankst du mir? Ja, ich weiß. Das bin ich immer noch viel länger ein. Was durfte man mich das seit Kindestagen an? Ich hoffe zum Einschlafen. Ich habe vorher auch Pause gemacht, oder ja. Also das ist unglücklich. 90 cm. Je kleiner, umso leichter. Mhm. Na, es ist ein Sinnbild für die Kinder. Was glaubst du denn? Wenn sie alt dort lebt, dann müsste jedes Kind leben dürfen. 90 cm, na was ist denn sonst 90 cm groß? Ein dreijähriges Kind? 4 Jahre, keine Ahnung, wie klein. Ja, das sind Frauen da, die sowas erkennen können. Das sind die Details, verstanden? Das sind die Brücken, die da bauen. Das sind die Verbindungen, die sie setzen. Das sind Bilder, die da erschaffen. Ah, nein, ist kein Kontrast. Jetzt kommt ein Mensch und Kind, das kleine Royal Kind. Das ging dir rüber zu Perversion und Glück. Ja, so geträumt.
alles, was wir hatten. Welt den ersten Tag. Wir uns niemals verlassen, weil man es eigentlich ja mag. Du hattest du getrollt bis hierher verfolgt. Und weil du sie nicht hören willst, bekommst du sie vorgesungen. Ja, es ist ein großer Unterschied. Und ich habe festgestellt, dass viele Männer einfach mal aufhören zu reden, wenn ich anfange zu reden. Frag mal die ganzen Alkis. Das geht so, das ist Platz zu weinen. Ja, das habe ich oft ausprobiert. Ich habe auch meine Erfahrungen gemacht. Mit Männern. Mit vielen. Ich habe sehr viel geliebt. Ich habe so viele Männer geliebt. Ich habe gern zu allen Kontakt. Jeder Mensch ist mein Freund. Die meisten wissen das noch nicht. Nur die meisten wissen das noch nicht. Hörst du bitte mal hin, wenn ich das erzähle? Jeder Mensch ist mein Freund. Nur die meisten wissen das noch nicht. Ja und? Vielleicht bin ich nicht gekommen oder was? Ich hasse Feindbilder, richtig. Ich hasse Feindbilder, ja. Und jetzt anders. Ich hege keine Feindbilder anzugucken. Ich bin doch genau, ich bin genau und präzise. Ich bin Schütze, als klar, was zu nennen, ich kann zielen. Ich treffe aus Entfernung, weil ich eine Stimme habe. Ja. Mach ich nicht. Das versuche ich dir doch klar zu machen, dass ich keine Feindbilder in mir trage. Das ist so patriarchal. Aber das ist egal. Das ist meine Mission, das ist die Mutter-Revolution. Das steht bei Mixcloud. Meine Mission ist die Mutter-Revolution. Meine Mission ist die Mutter-Tochter-Revolution. Ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben. Und das nennt sich die Mutter-Tochter-Tochter-Mutter-Revolution, weil es die Mutter-Tochter-Revolution als Buch schon gibt, also musste ich das ja expliziter für meine Mutter und mich nochmal andersrum auch noch korrigieren. Ich habe es angefangen zu schreiben. Die ersten zwei Seiten sind beschrieben. Ich will es mit meiner Mutter zusammenschreiben. War das die Lösung? Ich möchte mit meiner Mutter befreundet sein. Ich möchte mit meiner Mutter auf Augenhöhe sprechen können. Respektvoll mit dir umgehen, ohne dass irgendwer leidet oder rumschreien muss. Das wünsche ich mir für mich und meine Mutter. Und was hat das mit einem Mann zu tun, der stinkt, der hat ja irgendeine Mutterfigur, einen Mutterersatz braucht? Das hast du gerade erzählt, die Männer, die eine Frau wollen. Hör mal jetzt hin, wenn ich dir das erkläre. Du hast es gerade so wiedergegeben. Das ist ziemlich wohl, wenn die mal eine Frau, ich will eine Frau haben, damit ich mich irgendwie besser fühle. Und das ist der Mutterersatz von den Männern, wenn die mit einer Frau zusammen sind. Verstanden! Was ist denn für ein Oedipus-Problem? Weil jede Tochter mit ihrer Mutter ein Problem hat, in der Patriarchat. Hast du es immer noch nicht gedacht? Ja, dann was glaubst denn du? Weil meine Mutter mit meinem Vater auf
ihr mehr zusammen seid, wie zu mir halt. Verstanden? Ich bin für die gestorben. Ja. Ach, ist ja nicht. Du bist meine größte Göttin. Das ist meine Göttin. Ja, meine Mutter ist meine Göttin. Und ich ehre sie. Ich brauche meine Familie. Ich will gerne, dass meine Familie hinter mir steht, zu mir steht und alles gut findet, was ich mache. Ja, das haben die nämlich noch nie gemacht. Ja, aber ist dir das jetzt endlich mal aufgegangen? Ja. Hast du wirklich schon realisiert von mir? Nach den anderthalb Monaten jetzt schon? Ist das jetzt ironisch gemeint? Ja. War das jetzt ironisch gemeint? Ja, na klar, wenn du das jetzt nicht so viel Liebe gekriegt hast, ne? Und? Und das machst du mir jetzt einen Vorwurf, oder was? Nein, das heißt, dass dein Ziel, das du gerade fixiert ist. Was ist mein Ziel? Was ist mein Ziel? Dein Ziel ist, geliebt zu werden. Vollkommen akzeptabel. Nur nicht von deiner Eltern. Ich werde von meiner Mutter geliebt. Und ich möchte auch, das habe ich dir vorhin gesagt, ich möchte mit dir auf Augenhöhe kommunizieren können. Und? Ich will, dass meine Mutter endlich wieder frei ist und nicht mehr ewig lange ihr Leben, den Rest ihres Lebens Mutter sein muss. Ich will wieder jung und frei sein wie ein Mädchen, die damals also noch keine Mutter war. Und ihre Kinder sind aus dem Haus, das muss doch mal möglich sein. Das muss aber sein, es kann doch nicht sein, dass jede Frau, die irgendwann ein Kind bekommt, dass sie ihr Leben lang Mutter sein muss. Ja, und du lässt immer noch von deiner Mutter irgendwas schenken. Ja, dafür kannst du dich anrufen und ihr Leid klagen. Das ist ein Handel zwischen euch oder was? Ja, so einfach ist es. Wisst ihr, wir kommen in Babylon. Handel ist wirklich nur mit Geld gehandelt. Das größte Handelsgut ist nämlich Liebe. Ach, echt? Deshalb handle ich mit gar nichts mehr. Ja, dann bin ich frei. Ja. Dann bin ich von keiner anderen Liebe mehr abhängig. Ja. Nur von meiner eigenen und ich liebe mich. Von Kopf bis Fuß. Und es hat lange gedauert, das so zu akzeptieren. Nicht so zu akzeptieren, wie ich bin. Nur ein Zehntel meines Lebens gedauert. Nur noch länger. Ich filme nicht, ich sitze vom Bildschirm und ich gucke einfach nur hin. Ich finde es einfach nur total toll. Alles. Ich bin begeistert von mir. Ja, meine Wahrheit ist einfach. Was für eine Wahrheit? Was? Ach so. Ich kann das, ich bin physiologisch nicht dazu oder geistig dazu nicht in der Lage, mich selbst zu lieben. Das ist nur eine eingeredete Liebe. Ich kenne mich. Was habe ich mir vorhin erzählt, dass ich seit 3 Jahren nicht selbst studiere? Ich betreibe Ichologie seit 3 Jahren. Weißt du auch, was das ist? Ich nehme mir nur Zeit für mich, nur. Ey, ich war 2013 das letzte Mal arbeiten. Na ja, ich bin ja da muss ich in seinem Leben selbst kennenlernen. Man muss sich selbst. Wie macht ihr? Und wer kommt raus? Ich bin mir selbst begegnet. Raus, ich sage, wenn man sich selbst findet, kann man sich nicht leiden. Und dann kommst du daher und studierst dich leiden. Wenn du dich nicht leiden kannst, du sprichst aus deiner Erfahrung. Du denkst nämlich, du kannst auf andere schließen. Ja, von deiner Erfahrung aus von dir. Nur weil du dich selber nicht leiden kannst. Schieße davon auf mich, dass ich nicht, obwohl ich ja ein Mädchen bin, und das sowieso eine totale Seltenheit ist, dass eine Frau zu finden, die total auf mich steht und sich auf ihre eigene Mucke hinwächst. Echt? Echt? Ich hab das Video noch nicht gezeigt, Katrin. Nee, wir haben uns nicht zusammen geguckt. Nein, ich erinnere mich nicht. Ja, Gott sei Dank. Ah, oh, das kam mir vorhin viel länger vor. Gut. Schön. Ja. Wie?
vorbei. Ja, meinetwegen. Ja. Norwegen. Ei, ist das schön. Was war damals los? Was war damals los? Das ist schon länger als ein Jahr her. Ja. Ich muss jetzt mal kurz bestimmen.